Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich ein paar Sachen in Angriff nehmen. Und zwar möchte ich ganz gerne was bauen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Bub. Und zwar das Ultra Cyclos Reinforcement Modul. Das kostet 10 verdammte Plastalbarren und das ist sehr teuer. Dafür brauchen wir aber erstmal das Cyclops Drup Kompensator Ding hier. Das gibt es zweimal. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das Richtige ist, ne? Ich weiß nicht, vielleicht können wir das ja auch benutzen, weil das haben wir ja schon. Gut, ansonsten wollte ich jetzt erstmal noch 5, 6 Eier holen, einfach mal so aus Spaß und die hier noch mit reinbringen, damit die da mal schlüpfen und mal gucken, wie heftig voll das da drin werden kann. Habe ich noch nie ausprobiert und es ist eine Staffel, die Forschung heißt, also muss ich es tun, ich muss es tun. Was sagt mein Inventar? Es ist leer, es ist eine Tischkoralle dabei, die können wir hier reinschmeißen und wir haben ganz viel Silber, das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig, richtig gut, denn das brauchen wir für die ganzen verfluchten Computerchips. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz um wegen Eier. Wo ist denn eigentlich meine Motte? Da, die ist angedockt. Macht nix. Wir haben ja auch noch unseren Sea Glider. Den können wir ja auch ein bisschen ausnutzen. Ich glaube, eine Ersatzbatterie ist auch noch am Start. Gut. Ja, was gibt's von mir? Ich labere ja immer gerne noch eine Runde über mich selber. Warum auch immer. Ich war jetzt 25 Stunden Arbeit, bin jetzt nach Hause gekommen, nehme dementsprechend auch sehr spät auf, 10.20 Uhr. Und ja, deswegen kommt die Folge heute auch ein bisschen später, aber halt so aktuell wie es geht. Es ist die Juli-Version, wie ihr oben sehen könnt. So, jetzt aber Eier. Eck, eck, eck. Ruckel, ruckel. Und eventuell finden wir ja noch was Neues, Spannendes. Ich weiß es nicht. Irgendwann. Was ist das denn? Das ist doch. War doch hier dieser komische Schreibtisch. Ja, irgendwann muss hier mal wieder was Frisches dabei kommen, wie zum Beispiel die Andock für die Cyclops U-Boot. Aber ich glaube, das wird eher ein großer neuer Patch, bevor das hier richtig krass losgeht mit dem Zeugs. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich will wenigstens 3, 4 Eier noch reinschmeißen. Den Spaß hier möchte ich mir noch gönnen. Ich wollte mir die Luftblase schnappen. 93 Luft noch. Und ich glaube, im Grünbiom finden wir doch eher Stalker-Eier. Ne? Davon gibt es immer so viele. Da haben wir wahrscheinlich mehr Glück. Boah, oft geht die Energie runter. Schnell Taschenlampe ausmachen hier. Heftig. So, jetzt Ausschau halten, gelbe Eier. Boah, sonst finde ich immer so viele. Und jetzt, wenn ich es suche, warum habe ich mir überhaupt gedacht, dass das geht? Naja, 10 Plastalbarren. Ein Zahn. Da liegt einfach so ein Zahn rum. 10 Plastalbarren ist, das ist eine Hausnummer, definitiv. Und mal schauen, wie weit wir heute kommen. Seeglatterfragment. Aua, der hat mich gebissen. Der hat mich gebissen. Ich habe dich doch letzte Mal gefüttert, du blöder Fisch, du. Hier sind alles voller Solarmodule und Seeglider-Fragmenten. So, 45 Luft noch. Bisschen drauf geachtet. Da. Perfekt, oder? Wow. Da hat es einmal in mein Inventar reingeruckelt. Gut, hoch geht's. Um. Und wie gesagt, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12.000 Eier möchte ich sehr gerne da reinlegen. Ich weiß hier, irgendwann explodiert das wahrscheinlich vor Fische. Dann quillen die da raus, aus der Luke. Das wäre aber verdammt lustig. Aber besser, wenn die bei mir im Aquarium geboren werden als hier. Dann können sie mich wenigstens nicht beißen. Denn im Aquarium beißen die mich nicht. Da sind sie lieb. Das sind immer viele Stalker hier, ne? Jetzt haben wir sie noch gesucht, wie die Blöden. Oh. Aua. Aua, 12 HP? Ist der doof? Boah, wie schnell können die denn attackieren? Ist ja heftig. Okay, dann müssen wir uns ganz schnell... Warum gucke ich mir diese doofe Module überhaupt an? Zahn? Also, das gibt es doch gar nicht. Das finde ich hier überall Zähne. Ei. 2, oh Mann. Mindestens 3 wollte ich da reinwerfen. Sondern 3 Fische mehr. Und die sind ja nicht wirklich klein, die Stalkerfische. Die sind ja wirklich richtig groß, ne? Das heißt aber aufgepasst nicht, dass wir irgendeine eine Falle latschen. Doofes Solarmodul. Boah, hier ist aber eine Menge Module. Aber ein ganz schöner Batzen Module. So. Wow, was ist denn mit dir los? Ist das ein neuer Move oder was? Alter, wie schnell war denn der? Gut, ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Wir kriegen HP dazu gratis. Wo ist mein Live-Pot? Da. Da holen wir uns doch immer Medikit wieder raus. Wird Zeit. Habe ich denn noch, nee, kein Titan. Weil wir dürfen ja, wenn ich mich nicht täusche, selber eins bauen mittlerweile.
Nein, da. Verbandskosten. Och Gott. 5 Quarz, 5 Titan. Das ist gar nicht so billig. Aber hier gratis. Nämlich doch das Gratis-Ding, ne? Würde aber trotzdem gerne eins unten haben, muss ich zugeben. Wollte ich doch gar nicht. So. So, also wir wollen das Ding voll überflutet mit Eier. Und die kriegen überhaupt kein Aquarium mehr. Die bösen Fische. Davon, dafür, dass sie mich beißen. Rache. So, na guck mal hier. Das schöne Blumenbeet. Mit allen möglichen seltsamen Pflanzen dran. Wir müssen mehr Fenster bauen noch auf jeden Fall. Hier darf ich ja ruhigen Gewissen reingehen. Hier beißt mich nichts. Und wir überbevölkern das mal massiv. Da liegen die Eier. Und warten nur darauf, noch voller zu machen. Das Ding, die zappeln dann wie bekloppt hier drum. Ich bin mal gespannt. Hier die Rochen und sowas, die wollen wir auch noch drin haben. Ne? Das ist gemein, aber lustig. Aber lustig. So, jetzt haben wir wieder ganz viel Platz im Inventar. Ich habe eine Batterie zum Laden. Juhu, ich kann mein Ladegerät wieder benutzen. Yippie, juhu, hey. Ich werfe eine volle und eine leere rein. Immer ein guter Austausch. Ah, brummt es mal wieder. Energiezelle brauchen wir rein technisch gar nicht mehr, außer dass wir natürlich... Okay, hier haben wir keine 5 drinne. Hier haben wir gar nichts mehr drin. Kupfer brauche ich gar nicht gucken, da ist eine Tonne drinne. Wir essen uns einmal satt, damit wir HP kriegen. Und gehen jetzt auf der Suche nach unglaublich viel. Unglaublich viel Titanium. Es sind ja 10 Titan brauchen wir für ein Titanbarren. Und 100, boah, das ist eine Hausnummer. 100 mal Titan. Krass, das ist wirklich eine Hausnummer. Was ist denn da unten? Bist denn du? Was hab ich hier weggeworfen? Ich bin da ein Büschel. Hallo, hier unten. Alles gut. Ich wollte sowieso immer mal gucken, was hier so los ist. So, Dulu. Rein geht's in eine guten Bude. Langweilig wird Subnautica nie. Man hat immer neue Ideen, immer neue Pläne. Und dann geht's Richtung Aurora, würde ich sagen, ne? Da finden wir eigentlich den größten Batzen Titanium. Der Gabelstapler, ja. Na leider, was für eine Funktion sollte er auch haben, ne? Der kann keine haben. Wo sollen wir denn auch mit ihm rumfahren, ne? Für den Gänzer legen. Wegen dem Titan. Der Mülleimer, den haben wir schon. Und das Regal, das würde ich auch gerne haben. Ich weiß nicht warum, es sagt mir einfach zu. Was bist du? Ach, das ist der andere Mülleimer. Hier ist ja alles. Oh, Sand. Und dieses eine Kuchenregal, das finde ich auch cool. Es sagt mir einfach zu. Ich würde mit der Aurora tatsächlich... Quatsch, mit der Aurora. Warum sage ich eigentlich mal Aurora? Mit dem Cyclops U-Boot fahren? Aber das ist so langsam, ne? Bis wir da tatsächlich 10.000 Milliarden Eisen gesammelt haben, dauert das eine Weile. Weil wir müssen immer einsteigen, aussteigen, das dauert immer so lange. Oh, nein. Überbevölkerung. Verbraucht das wieder meinen guten Platz. Da ist es. Leuchtet mich doch so schön an. Mission Überbevölkerung. Wow, hier ist aber echt viel. Da fliegt noch was rum. Kriegen wir ruckzuck die Taschen voll. Bleibst du liegen? Du bist mein Metall. Mein Schrott. Mein Schrott. So. Das sah aus wie 2. Boah, krass, ey. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Boah, das geht doch schneller, als man gucken kann, ne? So. Turbogang. Und was noch 4 Stück. Ich glaube, das dauert doch nicht so lange, ne? Also würden wir doch wahrscheinlich, vielleicht... Nein, ich schaffe keine 100 Titan zu sammeln in einer Folge. Muss ich ja auch noch zerkraften, das ist ja auch noch so eine Sache, ne? So, einer geht noch rein. Oh, Stalker. Die gehen ganz schön ab, ne? Haben die da was verändert? Der geht ganz schön steil. Der Stalker. So, weiter geht's. So, ich muss ja mein Käffchen trinken, war von der Arbeit ganz müde. Kollege krank gemeldet, dann muss ich eine Stunde länger arbeiten. Also 25 Stunden, Leute, aber ich habe keinen Einsatz mehr bekommen. Dafür die ganze Nacht durchgefahren.
So, meine gute 320-Spieltasse. Drei Originale sind noch da, also die Master-Tassen nenne ich sie einfach mal. Unbenutzt im Karton. Und ich weiß doch gar nicht, wie ich die loswerden soll. 1000 Euro die Tasse, wäre glaube ich, nein, Quatsch. So, ein Traum wäre das aber für mich. So, wir zerlegen erstmal wieder Metallschrott. Zap, zip. Und dann müssen wir natürlich zwischenlagern, da können wir können keine 100 Stück in der Tasche behalten. So, jetzt nebelt gleich wieder, meine Frau ist wieder dabei. Wir können aber auch direkt zum Titanbarren machen. Das ist eigentlich vielleicht eine bessere Option. Dann haben wir nicht so viel Platzverschwendung. Und da haben wir einen besseren Überblick, wie viel wir schon haben. So. Ups. Aua. Kopf gestoßen. Vielleicht wird da ein Kofferraum sogar nur angebracht für solche Suchaktionen. Wo es wirklich um solche Mengen geht. Und ich bin mal gespannt, wie tief das dann tauchen darf, das U-Boot. Vielleicht können wir es ja echt gut gebrauchen. Denn da gibt es ja schon ein ganz tiefes Biom. Da würde ich gerne mal so hinschwimmen, ohne immer mit Luftnot oder zu cheaten. Oh, wie laut die Batterie lädt, ey. Du bist ein echt die Ladegeräte, die so laut sind fürs Handy oder sowas. So, und ja, um mein Headset ist es grün. Ne? Nur zur Information. Nebenbei. So, dann nehmen wir doch einfach mal wieder hier unser U-Boot-Schrank. Das passt ja ganz gut. Blei raus. 1, 2, 3, 4. Wow, schon 4 Stück. 4 Stück. Jetzt lacht so wie meine Frau, weil ich 4 gesagt habe. Egal. Lass dich mal versuchen, leise zu sein. Hast du, schämst du dich? Ich sagte ja. Schreib dir mal, dass er sich nicht schämen braucht. So, ein Ei noch loswerden, damit wir den Inventarplatz haben. Was machst du hier so? Cool, weil wir wollten die Kaki doch reinmachen. Alles voller Qualm hier, Mädel. So. Das sieht irgendwie anders aus. Ne, das sieht nicht anders aus. Aber man sieht das in den Embryo da drin. Oder das, was daraus mal wird. So. Kaki. Ich glaube, die erzeugt einen guten Batzen Energie. Ne, hier haben wir keinen Kaki drin, oder? Doch. Mein Erinnerungsvermögen. Es hat funktioniert. Und ja, Kaki passt rein. Das finde ich super, weil sowas stelle ich mir tatsächlich vor, was man da auch reinwerfen soll. Aber ich will es irgendwie nicht anfassen, ne, die Kacke. So, jetzt holen wir uns wieder Titan. Es ist eine reine Farmenfolge, man merkt schon. Aber mit einem sehr, sehr großen Ziel. Den Ultra-Mega-Trooper-Duper-Reinforcement-Spezial-Deluxe-Kompensator-Fragment- Gerät. Das ist die Insel. Ich war völlig falsch. Da ist die Aurora. Müsste, jedenfalls. Ja, so gut wie. Gesundheit 89, Energie 98. Wir haben ja ein Solarmodul drauf, kein Problem. Sollte eigentlich nichts schief gehen mit unserem Möppchen hier. Das ist aber, geil. Das heißt, also ist ein bisschen zu overpowered, ne, diese Solarzellen. Wir haben eigentlich immer 100%. Jetzt haben wir wieder 100 voll. Lifeport 13. Boah, ist das hier dicht. Ich wollte gerade sagen, ruckelt gar nicht so doll. Und dann fängt es wieder an. Aber es macht mir gar nichts. Ich bin hart in Nehmen, was das betrifft. So, da war eine Kiste. Wahrscheinlich schon geöffnet. Nö, oh geil. Was denn? Aber so eine riesen Energiezelle verbraucht nur einen so einen kleinen Platz. Ne? Komisch eigentlich. Was soll ich jetzt mit Energiezellen, ne? Außer, was? Ist alles voll mit Energiezellen? Oh, fast übersehen. Fällt hier auch gar nicht auf in den ganzen Schrott, ne? So, guck mal, hier ist schon Lithium, sehr geil. Aber Lithium ist wirklich kein großes Problem. Das finden wir dann später blitzschnell. Oh, unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Nicht gut, gar nicht gut. Da ist die Aurora. Und hier finden wir viel Schrott. Da ist schon der erste Haufen. Und da ist noch einer. Und da, ach, überall. Kraxeln wir hier runter. Was bist du denn? Sieht ein bisschen komisch aus. So einen habe ich noch nie gesehen. So.
Ich beeile mich so ein bisschen, damit die Folge nicht ganz so lang wird, weil ich habe ja ein bisschen... So schnell lädt das auch mit 100.000er Leitung nicht hoch, ne? Damit ihr auch euer Vergnügen heute bekommt, weil danach muss ich ein bisschen Pause machen. Bin noch ein bisschen im Arsch. War echt ein anstrengender Dienst. Für den Sonntag war das echt viel zu viel. 8 Einsätze gemacht. Und da, wo ich gefahren bin, ich hätte fast gesagt, wie die Stadt heißt, ist eine kleine Außenwache. Da ist aber auch eigentlich immer ganz ruhig. Aber die Krankenhäuser sind alle so weit weg. Da ist man dann ewig und 3 Tage unterwegs. Okay, an den kommt man nicht dran, ne? Was willst du machen? So wichtig kann das nicht sein, was da drin ist. So, ein Berg Metallschrott. Auch mal überall. Zapp. Zapp. Nee, Inventar voll. Ausgezappt hat sich's. Fupp. So. 1, 2, 3. Boah, ein riesen Klotz, ne? Müsste eigentlich viel mehr geben aus so einem riesigen Metallschrotthaufen. Boah. Also ich glaube doch, dass wir ganz schnell an 10 Plastalbarren kommen, ne? Sehr teuer eigentlich, ne? Sehr, sehr wertvoll. Nur das ist ein bisschen hin und her, Geier. Macht aber nichts. So, immer zurück, Schlückchen trinken. Ja, wie gesagt, es gibt die Tasse ja auch im Shop schon zu bestellen. Die hat ein ganz kleineres, also nicht ganz kleines, sie hat ein kleineres Dreadsworn-Spiele-Emblem drauf. Ich sag euch das jetzt einfach nochmal. Da ist das ein bisschen kleiner. Hier ist das ja noch einmal rundrum um die Tasse. Richtig krass gut, aber sauteuer in der Herstellung. Wird keiner bezahlen von euch. Und die bei Elbstar, die hat natürlich einen kleineren Aufdruck. Oder das Schwarz-Gelbe ist weg und da steht einfach nur Dreadsworn-Spiele drauf. Auch sehr schöne Tasse, werde ich mir auf jeden Fall selber noch bestellen. Muss ich auf jeden Fall. Und das T-Shirt für die Gamescom. Oh nein, ich muss das T-Shirt noch bestellen. Habe ich ganz vergessen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Damit man mich auch wenigstens ein bisschen erkennt mal. Ne? Sonst bin ich immer so schüchtern. So, Metall, Metall, Metall. Zerlegen und zerlegen und zerlegen. Ja, die 3 Dreadsworn-Spieltassen, die noch neuwertig sind. Also was heißt neuwertig? Die sind noch neu. Irgendwie würde ich die gerne vergeben. Wie gesagt, 1 Million Euro pro Tasse ist, glaube ich, ganz angebracht, weil das sind echt Unikate. Ich glaube, wie ich nur Blödsinn. Sorry, Leute. So. Oh, da kommen wir aber ganz schnell dran, muss ich sagen. Also ich hab ein bisschen Respekt davor gehabt, vor 10-mal Plastal. Aber jetzt kann mich der 10-mal Plastal aber ganz schön am Arsch lecken, weil ich gar keinen Respekt mehr davor habe. So. Wir schmelzen und schmelzen und schmelzen. Es gibt noch mal 2. Schauen wir mal, wie viele wir insgesamt haben. Schwengelengel. So. Dürfen jetzt noch mal 2 geben. Ja. Wow. Da fehlen nur noch 2 Stück. 2 Stück fehlen nur noch. Wie geil ist denn das? Dann brauchen wir ja nur noch... Wie irre. 2 mal Metallschrott. Da kann ich ja direkt zum Lithium fahren. Wie geil. Nee. Dann schaffe ich in der Folge das? Nein. Nie im Leben. Also ich bräuchte jetzt 2 einzelne Titan. Und nochmal 2 Metallschrott. Ich glaube, hier werde ich fündig. Roboterblicke. So. Nein. Machen wir Taschen jetzt nicht voll mit Kladderadatsch. Oh, ich habe Angst vor den knappen Bummfische. Ihr wisst, die überraschen mich immer wieder. Was? Ah. Das schnappen wir uns auch noch. Der ist schön dick, der Fisch. Mann, warum ist denn jetzt überall Kupfer? Ich will jetzt Titan haben. Das findet man sonst immer. Na egal. Lithium 10 mal ist auch wichtig. Jetzt habe ich die ganzen Energiezellen noch dabei. Ja, was soll ich sonst damit machen, ne? Für den Cyclops U-Boot sind die ganz gut. Hui. Wo fahre ich überhaupt lang? Da will ich lang. Weg da, Gary. So.
Richtung Zyklopen, Lithium. Und ich bin immer in der Hoffnung, dass man hier was Neues findet, so was man noch nie gesehen hat. Hier, guck mal, dieser coole Wagen. Warum ist der nicht scannbar? Warum nicht? Warum darf ich den nicht haben? Ich will den haben. Der ist cool. Ich will den haben. Das müsste doch ein leichtes sein für die Entwickler, oder? Jetzt habe ich gesagt, zweimal noch das. Mal das Ding aus der Hand nehmen. Schwung. Und weiter geht die Reise. Und die darf man auch nicht fangen, ne? Warum eigentlich nicht? Oh, noch ein Ei. Ja, dann kommen wir unseren Zielen heute ziemlich nah. Viele Eier, viel Zeugs. Hier muss ich mit der Schubkanone noch mal ein bisschen was arbeiten an den Steinen. Die kann man da so rausziehen. Aber man kann sie auch mit den Schwebern da rausballern. So, jetzt 10-mal Lithium. Eieiei. Du hast den Kofferraum dabei haben. Wow. Mega lag. Mega lag. Wow, was mit dir denn? Oh, das hol ich aus der Luft. Ich hol's aus der Luft. Yeah! Was für ein Spaß. Was für ein Riesenhaufen hier. Ich kann aber auch... Na komm, dann haben wir halt ein bisschen mehr Titan in der Tasche. Was sagt der Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macht nichts. Wir haben ja noch Platz im Übelchen. Nee. Nee. Hier ist nur eine Kaffeemaschine. Oder muss ein Ei weichen? Will ich eigentlich gar nicht. Komm, ein Metallschrott. Ich brauche die Kaffeemaschine, Leute. Umso mehr Kaffeemaschinen, desto besser. Das hat zwar überhaupt keinen spielerischen Wert. Was ist denn hier für ein Schrottplatz, ey? Hammer. Das sind einfach nur zufälligerweise zwei nebeneinander, kann das sein? Der Tisch, den haben wir schon, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Den haben wir aber noch nicht gebaut, wenn ich mich richtig entsinne. 10-mal Lithium. Einmal haben wir noch eine Basis. Warte mal, das ist ein bisschen doof. Boah. Na, das geht natürlich nicht, der kann ja keinen Würfel bilden. Dann passt jetzt hier 10-mal Lithium rein. So, wo bin ich denn jetzt? Ich habe mich wieder total gedreht und gewunden. Bagger, 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 bagger. Da, oh, jetzt sehe ich es auch. Boah, ich bin ganz hoch. So, wieder runter. Ich weiß nicht, ist das Licht an oder aus? Ach, ist ja auch egal. Café au lait. Ach, guck mal, da ist schon das richtige Biom. Jetzt die Augen auf, die leuchten uns immer so wunderbar an, die Lithiume. Teile von, oh ja, jetzt finde ich wieder tolle Teile von vom Cyclops. Und oh, guck mal, die Eier haben wir auch noch nicht. Und nein, ich kann auch nicht alles voller Eier packen. Das ist ja Leuchte hier. Die Überbevölkerung nimmt seinen Lauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, passen genau noch 10 Lithium rein. Wir dürfen nichts anderes mehr aufnehmen. Oh nein, noch ein Ei. Wir haben Aufnehmenverbot. Da. Also nicht aufnehmen wie YouTube, nein, auf Hebeverbot. Eins. Oh geil. Zwei. Drei. Vier. So geräuschlos. 4, 4, 4. 5. 6. Ah. Und 7. Ah. Für Ostereier suchen. 8. Bist du denn? Brückenfragment. 9. Und the last one. Boah, ist mit einmal Luft holen nur. So, wo ist er? Die Motte. Motte 2. Ich habe sie verloren.
Ich muss auch langsam Luft haben. Hallo, hallo, hallo. Motte. Müsstest du nicht blinken, da ist er. Hi, hi, hi. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. So, das ist cool, das ist cool. Nee, da ist nichts mit hin und her schieben. Jetzt habe ich aber... Ah, mir fehlt jetzt ein... Ups, schnell rein hier. Nein, 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 nein. Es fehlt mir zweimal... Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Muss ich mal ganz kurz aufräumen. Eier kann ich nie wegwerfen. Brauche ich dringend? Ich kann hier gar nichts wegwerfen, ne? Aber ich kann... Ich habe eine Idee. Ich kann... Ich habe eine Idee. 1, 2, 3, 4. Dann scannen wir da Dinge da unten weg. Ist ja eh nur Schrott. Irgendwas hier halt. Und kriegen dafür zweimal Titan. Ha! Ich bin ein Mathe-Genie. Okay, los geht die Reise. Mann, hier liegen aber echt viele Sachen rum. Das ist die Einstiegsluke von Aurora, ne? So, auf nach Haus. Wir bauen. Das sieht aber gut. Was ist das? Das ist alles Aurora-Teile, wenn ich mich nicht täusche. Ach, Aurora, sag ich mal. Cyclops. Ja. Nicht, dass wir das irgendwas übersehen, was niegelnagelneues cool ist. Und ich schwimme die ganze Zeit dran vorbei. Wäre eine Katastrophe. So, auf Richtung Heme. Dort wird gecraftet. Oh, sorry, die Webcam ist wieder da total dunkel. Die Sonne ist einfach wieder weggegangen. Dann reicht das eigentlich. Dann darf ich ihn nach einer Lampe anmachen, dann wird es wieder zu hell. Und ist ein bisschen schwierig zu managen hier. Vorsicht. Na, aber auch wenigstens ein Leuchter mit dabei. Auch sehr schön. Einmal die Nase kitzeln. Ach, ich musste wieder Eier zugreifen. Sonst hätten wir so viel Platz im Inventar, aber ich musste mal wieder die Eier reinpacken. Verdammt. Man gewöhnt sich aber auch an alles. Ne? 2 Stunden schlafen nur in der Nacht. Nach Hause kommen und aufnehmen, ehrlich. Und das alles mit 34. Aber dafür schlafe ich gleich ein schönes Mittagsschläfchen. Wie so ein alter Opa. Gut. Eier erstmal wegpacken. Was sich anhört, ne? Naja. Wie so ein alter Opa halt, ne? Was ist bei dir denn hier? Der ist ja voll. Aber wir gewinnen Energie. Langsamer wir gewinnen und verlieren gleichzeitig welche, wegen den Scheinwerfer auf dem Dach. So, die sind natürlich noch nicht geschlüpft. Keine Frage. Oh, die werden auch schon angedengelt. Es geht immer noch mehr. Es geht immer mehr. Da können die ja schon fast mit Fußball spielen, so viele sind da drin. Gut, ja genau, Fußball gestern auch noch geguckt. Schade, Island ist raus. Guck mal, er hat den angedengelt. Oh Mann, ihr werdet hier... Die sind so groß, ne? Das wird verdammt lustig da drin gleich aussehen. Gut, vielleicht schon in der nächsten Folge geschlüpft, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall zerdeppeln wir erstmal wieder Metall. Und machen den letzten Plastalbarren. Müsste das genau passen. Jetzt schmeißen wir das ganze Titanium hier rein. Holen uns das restliche Lithium. Zap, 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 zap. Ups. Energiezelle kann drin bleiben. Erstmal hier eine Kaffeevollautomat. Was mache ich damit bloß jetzt? Wohin? Ich habe keinen Platz mehr für Kaffeeautomaten. So, dann müssen wir jetzt tatsächlich 10 Plastalbarren herstellen dürfen. 1, 2, 3. Boah, Hammer. 4, 5. 6, 7, 8, 9 und 10. Habe ich mich irgendwie verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe mich verzählt. Und ihr habt es schon die ganze Zeit gesehen. Wie peinlich. Aber wir haben kristallines Aluminoxid. Perfekt.
Wie peinlich. Wie kann man sich denn so dämlich verzählen? Hallo? Na gut, ist ja keine Schwierigkeit. Oder habe ich den hier auch mit reingebunkert oder sowas? Nope. Ich habe mich einfach mal um 10 Metall vertan. Na gut, kann passieren. Mein Trick wie gerade. Das geht ja ruckzuck, keine Sorge. Wegscannen. Hauptsache, wir werden nicht gebissen. 2. Dann Licht an. Augen auf. Und Kika, leuchtendes Auge, ne? So, so, 2 Metallschrott, komm. Ich habe gesagt, das geht ganz schnell. Einfach mal random fahren. Also normalerweise, da ist eins. Im Augenwinkel noch erspäht. Wie kann man sich denn so verzählen? Was für ein Blödsinn. Fupp. Wie viel Artikel? So. Was ist denn da drin? Das sieht so leuchtend aus. Was sind die Pilzkennen? Oh, ohne Geräusche. Au. Scheiße. Das ist ein Haufen Plastal, den ich jetzt gleich in der Tasche trage. Was braucht er denn noch? Das kristalline Aluminiumoxid. Das werden wir gleich sehen. Eiskalt. Eiskalt genießen. Steht da auf Kaffee immer drauf. Nein, Quatsch. So, Licht aus. Rein hier. Und den Fehler wieder ausmerzen, den ich verursacht habe. Ziemlich blöd. Wollte ich jetzt bis 10 zählen und zählen bis 9 und denke, hä? So, Plastal. So viel habe ich noch niemals in der Tasche getragen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nein. Wo habe ich den nochmal gesehen? Den kann man wahrscheinlich... Hier. Ultra Cyclops. Reinforcement Module. Kristallin Cyclops Rückkompensator. Den müssen wir jetzt holen. Boah, nee, ist mir zu weit weg. Bin zu faul. Da fahren wir hin. Müssen wir auch nochmal bunt machen, das Ding. Und Name fehlt natürlich auch noch für Cyclops U-Boot. Da habt ihr immer so coole Ideen und dann kann ich mich nicht für einen entscheiden, weil das ja irgendwie alle cool sind. Captain. All systems online. Achso. Ich wollte gerade überlegen, was soll ich machen? Energieeffizienzmodul. Hier, Timmy, aufgepasst. Das ist was ganz anderes. Na, heute ist aber der Wurm drin. Gut, ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Subnautica. Dann gibt es das Ultra-Dingsbums da. Und dann seht ihr, 500 Meter dürfen wir jetzt. Wie tief dürfen wir dann tauchen? Bin gespannt. Bis dann.